Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foundation. Und ja, ihr könnt mich sehen. Hi. Ja, ich habe jetzt endlich eine Facecam. Und ich habe gestern, muss ich zugeben, die drei Folgen, die wir jetzt durchspielen, oder diesen Zeitraum, den wir jetzt spielen, schon mal aufgenommen. Problem, meine Software, meine Aufnahmesoftware hat das Mikrofon von meiner Facecam verwendet, was so asynchron zu allem war dann auf einmal und sich so scheiße angehört hat, dass ich gesagt habe, okay, ich lade den letzten Autosave-Punkt und wir spielen das Ganze nochmal von vorne durch, weil sehr wichtige Sachen passiert sind. Ja. Denn, dann starten wir gleich mal. Wir sehen hier schon, wir haben hier schon ein paar Schäfchen. Was ist das denn? Denk auch an die Nachbarn. Okay, die bauen auch ein paar Schafe. In der letzten Folge haben wir das hier haben wir relativ viel an unserem Dorf schon rumgehackelt. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es sich... ich glaube, ich habe den Abbau, den habe ich diesmal. Ich weiß es gar nicht. Es ist jetzt gerade echt schwer herauszufinden, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weil ich habe jetzt auch nicht die Folge unbedingt angeschaut. Ich habe auf jeden Fall viel herausgefunden, was ich falsch gemacht habe. Auch in dem ersten Teil, den wir gespielt haben. Was sehr praktisch wiederum ist dafür, dass ich sozusagen jetzt spiele, weil wir genau diese Punkte machen können. Wir haben am Ende, glaube ich, von der gestrigen drei Aufnahmen fast um die 300 verdient, 200. Also wir haben richtig viel Kohle auch gemacht, obwohl wir viel Platz gebraucht haben. Aber es hat super funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Deswegen können wir hier gleich wieder das machen, was ich gestern gemacht habe. Wir können überall Wohngebiet markieren. Und jetzt direkt auf Schafswolle umsetzen, weil das brauchen wir. Wir wollen eine Weberei, die setzen wir hier hin. Und eine Schneiderei. Und falls ihr euch wundert, warum das nicht so gleich ausschaut wie auf dem Thumbnail, ist das, weil ich ein bisschen, weil die Thumbnails schon gestern fertig gemacht habe. Also ich mache normalerweise was schon. Bei Foundation ist es so, wenn ich fertig mit der Aufnahme bin oder zwischen jeder Aufnahme, suche ich mir das beste Thema von dem Video. Zum Beispiel jetzt dann die Weberei und die Schneiderei. Mache von dem im Spiel ein Foto, ganz easy, ich stelle mich vielleicht schon so hin. Mache so ein Foto, schnell ein Screenshot und tue das dann in meine Thumbnails einbauen. Nicht immer sehr lukrativ, weil teilweise vergesse ich es und dann muss ich danach reinschauen und dann schaut das ganze Spiel ein bisschen anders aus. Aber normalerweise mache ich das so. Und das habe ich gestern die Fotos schon gemacht. Und auch fertig gemacht. Oder die sind eigentlich relativ schick auch geworden. Und dann frage ich mich, warum sollte ich, wenn es darum geht, bitteschön was ändern. Wenn es eh so gut funktioniert hat. Ich habe auch mittlerweile herausgefunden, dass dieser Förster sich genau das für eine Holzunterkunft bringt. Und dass wir bald eh schon bei der Käserei auch landen. Ich versuche heute ein bisschen flotter das, was wir gestern gemacht haben, also was ich gestern aufgenommen habe, ein bisschen flotter durchzuspielen. Denn dann wäre das natürlich praktisch. Ja, was kann ich so sonst noch erzählen? Ja, Facecam, müssen wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Also ich habe jetzt mal gerade eben eine kurze Testaufnahme gemacht. Hat ganz gut gepasst. Ihr schreibt ihr mal mir bitte in die Kommentare, wie gut euch die Facecam gefällt. Ob das für euch besser ist, ob ihr da mehr Spaß mit habt. Wenn ich euch direkt in die Augen sehen kann, wie Lucifer und euch dann fragen kann, was ihr euch wirklich wünscht. Denn ich fände es cool, wieder mit Facecam aufzunehmen, habe das lange nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich irgendeine Facecam mir auf Amazon gekauft, die 1080p mit 30 FPS hat. Bedeutet, es wird vielleicht ein bisschen asynchron bei 60 FPS Aufnahmen sein. Müssen wir jetzt noch herausfinden. Und dadurch, dass ich aktuell viel synchronieren, im Hintergrund noch synchronisiere und fertig mache und bei mir daheim noch ein bisschen was mache. Ich habe jetzt bei mir so eine Feuerstelle mit einem selbstgebauten Einbein gebaut und pipapo. Und ich ja halt auch in der Berufsschule bin, ist alles gerade ein bisschen enger und tightiger als geplant. Und ich halt mit Auto ein bisschen Probleme habe aktuell. Ja, ist aktuell alles nicht so unbedingt, wie ich es haben will, aber es wird schon alles wieder. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir kriegen alle schon wieder auf the right path, würde ich mal sagen. So, und jetzt müsste... Aber sind wir ja volle Speed hier, wenn nicht? Jetzt wundere mich schon. So, wo sind unsere Baumeister? Wartet auf Baumeister, wartet auf Baumeister. Ist hier unser Baumeister irgendwo unterwegs?
fehlende Ressourcen. Oder bauen wir gerade noch was? Habe ich irgendwas übersehen, was wir gerade bauen? Ah, die bauen wahrscheinlich gerade die Hütten, kann das sein? Wir haben halt aktuell wenig Ressourcen, aber das Holz erholt sich mittlerweile wieder. Zum Glück ist halt echt jetzt gerade eine sehr knappe Kiste. Aber ich weiß, dass wir das damit halten können und wir später werden wir das Gebiet hier kaufen. Oh, warte mal. Pracht, eure Freischaltung entsperrt, was? Was ist passiert? Eine Stufe an Freischaltungsmöglichkeiten erhalten. Warum kommt es zweimal? Hä? Schauen wir mal, ob es diesmal alles wieder so gut läuft wie letztes Mal. Ich bin gerade wieder voll dann noch, weil ich halt versuche, alles irgendwie gleichzeitig wieder zu regeln. Und gleichzeitig ein bisschen was abzuändern zum letzten Mal, wo ich gezockt habe. Das ist irgendwie schwerer als gedacht. Vor allem, wo sind meine fucking Baumeister hin? Ich habe doch nicht eingestellt, oder? Oder hat es safe? Weil ich habe jetzt irgendein... Ja, da sind die Baumeister. Zwei Stück. Viele Arbeiter. Oh, ich habe viele Arbeitslose. Viele, viele Arbeitslose habe ich. Hm. Schäfer haben wir ja schon. Wo haben wir denn das alles gelagert? Das haben wir hier gelagert, oder? Hier kam Wolle, Stoffe, Kleidung. Kriegt ein arbeitsloser Mitarbeiter. Hier sind auch alle drei beschäftigt. Hier sind auch genügend beschäftigt. Hier sind auch fünf beschäftigt. Holz steigt, aber das ist gut. Ja, jetzt bauen sie endlich. Baut hier auch schon einer? Ne, der Baumeister ist ja noch bei einem... Ja, der ist hier wahrscheinlich beschäftigt. Naja, bringt 6 Holz. Der macht noch gerade die Hütte fertig. Dann schauen wir nicht, dass wir in der Folge vielleicht die ersten auch zu bürgerlichen... Bürgerliche waren das, ja. Anheben können. Weil diese Stufen bringen mehr Geld. Was ich cool finde, was ich hätte wissen sollen, weil es dann wäre es einfacher gewesen irgendwie. Aber ja, man kann auch nicht alles immer wissen. Und dadurch haben wir uns eigentlich relativ gut stabilisiert auch vom Geld her. Und dann haben wir halt hier die Pracht noch ein bisschen angehoben, dass wir happier sind. Und was auf jeden Fall, was wir machen müssen, ist schauen, dass wir diesen Typen hier verlegen, weil diese Strecke ist zu lange. Am liebsten würde ich das Gebiet dann hier kaufen. Oder das hier. Um hier an die Stelle zu kommen, dass wir hier diese Stelle sozusagen voll mit Fischern machen können. Ich muss auch da oben schauen. Ich schaue jedes Mal nach da drüben. Dass wir das hier mit Fischern schon machen können, weil das ist eine kürzere Strecke als diese Ewigkeit hier. Weil so geht natürlich unsere Fischration immer sehr in die Knie. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Optimum. Was wir machen. So, die Hütten stehen aber auch bald, ne? Der ist hier fertig. Dann tun wir hier gleich mal zwei zuweisen. Ich habe aktuell auf Lager an Wolle. 54! Boah, das läuft, du! Das läuft! Was ich ja nicht verstehe, warum darf ich die Schafe selber sozusagen züchten? Wieso wird es nicht sozusagen, der muss die jetzt langsam züchten? Das dauert auch seine Zeit, sodass man auch so ein bisschen so vordenken muss. Warum sind die ein Schafe so klein, als ob die gerade Miniaturschäfchen wären? Die sehe ich ja nicht mal im Grashalm. Wachsen die noch? Ich hoffe es. Weil die sind ganz schön klein. Hier kurz die Brücke. Hey. Zwei Chatnachrichten. Hups. So, dann tun wir hier schon mal einen Marktarbeiter einstellen. Ein Mitarbeiter, der für Kleidung zuständig ist. Das wird uns am Anfang jetzt noch ein bisschen kosten, aber die Kosten werden ja dann am Ende eh gedeckt. So. Einen Schneider einstellen. Wir werden am Anfang einfach 20 Dorfbewohner zu Bürgerlichen machen. Das sollte am Anfang reichen. Auch vom Geld her. Was auf jeden Fall verengelt werden, sind die Bären. Dafür brauchen wir ein neues Gebiet und ich bin für das hier oben. Also sobald wir bei den Bürgerlichen sind, brauchen wir eh mehr Rohstoff. Und hier können wir noch ein extra waschen. Haben wir Stein. Wir können hier schön am Holz nochmal rumnagen, bis das weg ist. Und haben hier Bären. Das ist eine sehr gute, finde ich, Position, um nochmal unsere Produktion zu steigern. Das wäre viel kürzer. Jetzt sind wir bei der schwarzen Null angelangt.
der hässlichen schwarzen Null. Wie schaut die Produktion aus? 17 Stoffe sind... Oh. Die haben immer noch so viele Miniaturschafe. Tun wir noch mal ein paar... Denk doch an die Nachbarn. Ja, ja. Der Geruch alleine. Oh Gott, ich werde mal einfach... Wir machen mal eine Folge, wo wir nur Scheiße bauen mit Tieren. Da tun wir unsere Welt kopieren und machen... Ich mach mal Autoklicker oder sowas rein. Ich möchte wissen, wie weit man das auslagern kann. Weil das muss ja eigentlich irgendwo eine Grenze haben, oder? Oder? So, wir haben voll viel Mehl und Brot auf Lager. Rein theoretisch können wir davon auch was... Aber man sieht, aktuell geht Fisch noch, aber ich glaube, der wird später problematischer. Also entweder wir bauen dann hier noch eine Stelle hin. Oder wir müssen schauen, wie wir da weitermachen. Und ich würde hier schon mal... Ja, Milch und Käse haben wir noch gar nicht. Schade. Ja, wir haben hier plus 20. Ah, Handel. Okay. Obwohl, das Dorf steht immer noch gut da. Oh. Ach komm schon, jetzt muss doch langsam was passieren, oder? Zwei Kleidungsstücke wurden schon wieder erstellt. Wir haben 18 auf Lager, das geht super. Dann können sich nämlich die Anfänger gleich einkleiden. Das ist ja eher das Problematische. Die müssen sich ja dann direkt am Anfang einkleiden. Dann haben wir 22 sogar auf Lager, nice. Und wir stehen echt gut da. Da will jemand wieder eine Audienz. Was wollt ihr denn diesmal? 30 Bären, da muss ich euch leider ablehnen. Mit Bären kann ich aktuell nicht so wirklich mithalten. Das ist der Scheiß. Was wir aber auch gleich machen können, zur Vorbereitung. Allgemein, bearbeiten. Wir tun die Kirche, dadurch, dass wir die ja eh nicht brauchen. Ist ja so, haben wir ja gesagt, tun wir die Kirche, wir tun diese Kirche einfach nur so bauen, dass die sozusagen hält. Warte mal, gib mir eine kurze Sekunde, bitte. So. Die werden alle befördert und 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich kann 14 gerade mal befördern, scheiße. Okay, ja. Muss halt so sein. 14 geht ja auch für den Anfang. Jetzt dürfen wir nämlich Militärsachen auch machen. Wir tun hier den Baubeginn. Weil das wird, ich glaube, die Kirche wird eher schnell unser Problem. Deswegen sollten wir die Kirche relativ flott ausbauen. Und jetzt bauen sie die Wohnhäuser aus. Genau dieser Part kommt jetzt. Und jetzt sollte aber unser Geld auch steigen. Relativ flott sogar. Denn die Bürgerlichen bringen uns auf jeden Fall viel mehr Geld an als die normalen Leibeigenen. Aber was wir jetzt achten müssen, jetzt ist die Kirche zum Beispiel das Problem. Und der Brunnen ist problematisch. Ich setze hier mal einen Brunnen hin. Ich setze hier einen Brunnen hin. Ich will eine gute Abdeckung mit Brunnen schaffen. Das wäre so das Hauptziel. Hier haben wir noch einen Brunnen. Der sollte dann das eigentlich abdecken können, oder? Schauen wir mal. Ja. Ich suche meine Bedürfnisse zu erfüllen. Kleidung, ja, Papo, da haben wir noch aber gut genug auf Lager auch. Sind wir schon bei 70 plus, das ist gut. Dann würde ich sagen, tun wir direkt die nächste, das nächste Tier. Oh, scheiße, jetzt fehlen sie Kohle. Mann! Ich weiß schon, warum ich das langsam teilweise doch praktisch ist, weil... schnell nicht immer besser ist. Verdammt. Die Kirche ist halt ein aktuelles Problem, aber die tun wir eh jetzt. Schön erweitern. Stein haben wir genug. Zum Glück. Also sollten wir auf jeden Fall. Wir haben 100 noch auf Lager. Die zwei Baumeister machen auch deren Pflichten. Ich will dann das Gebiet unbedingt dazu kaufen. Dann bauen wir hier einen Sammler, hier einen Steinmetz und hier einen Holzfäller, der das hier abfällt. Dann steigt unser Holz. Holz ist eh schon super gestiegen. Und dann bauen wir noch ein Sägewerk vor allem. Mit dem Sägewerk sollten wir dann sozusagen auch noch alles ein bisschen steigern können. So, der erste Unterstand steht auch schon. Was aktuell, wo Brunnen und Dorf und die Kirche ist halt aktuell problematisch. Ist halt schade, wenn du das eine Teil abgedatet hast, ist der Rest noch nicht offiziell. Also sind die zwei noch nicht fertig, leider. Kirchenzeit!
Aber wir sind bei fast 100 schon. So, jetzt können wir das Territorium erweitern. Jetzt gehen wir in den Baumodus. Jetzt hätte ich gern eine Sammlerhütte. Die wir hier hinsetzen. Einen Steinbruch, den wir hier hinsetzen. Und eine Holzfällerhütte, die wir hier hinsetzen. So. Dann lassen wir das mal bauen, aber also wird eh wahrscheinlich die Kirche fertig gebaut. Ja, wir haben auch genug, aber wir haben auf jeden Fall genug Kleidung auf dem Lager, das ist gut. Holy shit, die bauen aus! Vorteil ist natürlich auch wiederum, es verändert sich ja immer das Spiel. Also es ist ja nicht so, als ob jetzt der Spielverlauf gleich ist wie beim letzten Teil, wo ich gespielt habe. Die bauen auch komplett anders. Was natürlich für mich auch heißt, ich muss mich um viel andere, oder ich muss halt um andere Sachen kümmern, was jetzt hier ist. Hallo? Auch alles gut. Okay. Und zwei Neuankömmlinge, 38 Leibeigene, 14 Bürgerliche. 13 fehlt es an Wohnungen. Ja, weil wir gerade am Bauen sind, wie irre. Aber mit plus 70 sind wir gut dabei wieder. Das sollte sich eigentlich mit der Zeit auch wieder regeln. Was warten denn die? Das Lager ist vollgestopft? Was? Oh, holy! Wir sind voll! Das ist neu. Ja, ja, und ups. Die Dorfkirche ist fertig. Perfekt. Das Problem sollte eigentlich weg sein, oder? Na, es sinkt. Es sinkt. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich jetzt in der Kirche habe. 80. Das ist mehr, als wir überhaupt brauchen. Aber mit der normalen Kirche sollte sich das dann eh... Hoffentlich, sagen wir jetzt mal. Ich projecte jetzt hier nichts. Sollte sich das hoffentlich lösen. Geld steigt schön. Baut irgendjemand da hinten dran? Nee. Aber was wir machen können, sind die Handelsrouten öffnen. Kauft jemand Brot? Genau, Brot für 10. Dann tun wir Brot auf 100 setzen. Und verkaufen bis dahin. Ich glaube, das ist das, was ich letztes Mal auch gemacht habe, was uns auch wieder viel Geld eingebracht hat. Allein schon der Verkauf von viel Brot ist extrem. Und wenn wir dann noch einen Bäcker hier hinhauen, noch einen extra, dann läuft es eh wie irre. Die Gebäude müssten aber auch schön wachsen. Ja, es wächst schön. Das Dorf wächst echt schön. Ah, jetzt bauen sie die Brunnen, okay. Können wir mal die Gebäude so auf höhere Priorität setzen? Damit die Wohngebäude für die fertig werden. Das wäre eine sehr tolle Sache. Jetzt fangen sie nicht auch wieder an zu filmen. Perfekt. Hier kann ich dann noch... Ja genau, hier kann ich noch einen Stein. Das sollte nochmal die Produktion in Bretter verschnellern. Weil Bretter verkaufen wir ja auch, oder? Haben wir nicht den Verkauf von Brettern auch aktiviert gehabt? Ja genau, bis zum Wert von 100. Oder wir brauchen diesen Schwellwert 100. Müssen wir überwinden. Müssen wir mal mit der Produktion vom Holz hinterherhalten. Aber seht ihr, wenn die nahe an sich dran hackeln, machen die um so viel schneller Holz beim selben Verbrauch. Wie als ob sie da hinten anfangen zu hackeln. Hallo, ich habe doch den hier auf extra hochgestellt. Warte doch, Baumeister. Aber das Dorf wächst schön, das muss man ja immerhin lassen. Also ist ja nicht so, als ob es nicht wachsen würde. Es entsteht, ich finde es geil, wie die sich hier aufgereiht haben. So richtig Dorfplatz mal. Nice. Ich glaube, wir müssen den Dorfplatz dann auch noch verschönern, oder? Ja, der bringt nämlich Arbeit geschafft. Noch ein Plus. Und ich glaube, davon sind wir noch sehr weit eigentlich entfernt. Jo. Wenn wir viel davon alleine aufstellen, sollten wir einiges noch dazu erhalten. Allein hier da doch. Punkt.
Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen den Punkt nach oben halten. Wir hier so ein bisschen alles mögliche hinsetzen müssen. Es muss halt so nach wirklich nach einem Dorfplatz auch schon, der beliebt ist. So. So, seinen Lagerplatz, den steckt er persönlich ab. Sollte allein schon extrem viel Punkt dazu geben, wenn der am Ende so ausschaut. In der Mitte bringen wir dann noch ein paar Bänke auf, dass man sich hier so hinhocken kann, ganz gemütlich, so nach der Arbeit oder wenn man eine Pause hat. So. Das würde ich als Baubeginn mal machen. So, das schaut doch schon mal gut aus. Ja, schön, wir sind hoch. In der ganzen Zeit sind wir auf 145, allein mit 88er Handel hoch. Das ist geil. Alle befördern und jetzt hat nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genügend Beförderung für heute wegtreten. Jetzt haben wir den Batterie und den Köhler noch erhalten. Genauso wie die Eisenschmelze. Bedeutet, wir können jetzt dann langsam Richtung Werkzeuge selber machen gehen, was uns allein beim Handel einen relativen Puffer gibt. Aber allein der Handel macht uns so viel positives Geld. Was wollt ihr denn? Brot? Dann gibt's das für das Volk. Dann würde ich jetzt nicht sagen, weitern wir auch gleich das Gebiet hier aus. Territorium. Nein, Territorium. Woanders. Ah. Territorium. Nehmen wir das oder nehmen wir das? Ist eigentlich wurscht, wir können eigentlich fast alles kaufen mittlerweile. Da kommen wir halt nach da, aber damit können wir halt die Fischen. Ich würde die Fischer nicht gerne echt umsetzen. Kann uns beide leisten, mein Gott. Wir leisten uns erstmal das, dann schauen wir und dann kaufen wir direkt weiter. Eisen ist ja jetzt noch nicht so unbedingt das Wichtigste. Weil ich würde auch gerne die Erntefelder hier wegziehen. Um uns hier mehr Platz zu nehmen. Dann kommt hier noch ein Gebäude hin und zwar noch ein Sägewerk. Ah, stimmt, wir hatten schlechtes Wetter. Das war auch noch ein Problem. Hups. Komplett vergessen. Du bist fertig. Nice. Dann kriegst du gleich drei Mitarbeiter. Ah, da fehlt noch ein bisschen was. Oh, was ist jetzt los? Ist das? Das geht hier ab. Ich glaube, die Hütte steht da scheiße. Die muss bitte nochmal neu designt werden. Die Hütte haben sie echt scheiße platziert gehabt. Ich habe auch die Vermutung, dass die hier scheiße steht. Die können wir auch mal löschen. Habe ich so nah aneinander zwei Brunnen gebaut, jetzt im Ernst? Ja, ist ja wurscht. Solange die Versorgung hoch genug ist, was jetzt schon wieder los? Low. Ah, mein Arbeitsfeld ist vollgestopft, okay, das ist so ein Befehl wieder.
Ja, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Oh, Leute, 25 fucking Minuten tun wir schon aufnehmen. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.